So, lauf, kleiner Deathbank. Lauf. Lauf. Schneller. Ich glaube, beim nächsten Mal aufleveln werden wir mal noch schneller bewegen nehmen. Hey, ihr stupid Chicken. Krieg mal auf den Sack. Kann ich hier eigentlich... Falsch. Da ist kein Outhouse, ne? Diesmal gehen wir dann oben rum. Oder war rechts rum noch irgendwas? Das war dieses Tor, was verschlossen ist, ne? Hatten wir hier nicht einen Schlüssel eben dazu? Ob wir das gleich machen oder ob wir... Kommen in die Karte eigentlich? Kann man. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. Wenn wir jetzt nämlich rechts weitergehen? Da wird die Karte ja noch größer. Ja, gehen wir erstmal nach oben. Da waren ja... Ach, hier sind die Eyeballs wieder. Herzlichen Glückwunsch. Hätte bestimmt durch die Höhle auch einfach wieder zurückrennen können. Geil, die da unten lassen wir mal aus. So. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Blinker. Ey, schummeln gilt nicht. Gilt nicht. Help a sign. Are you rich? We can take some money off your hands. Rich cabins cabin for the rich. Da wollen wir doch hin zu dem. Hat doch irgendwer eine Quest für uns gehabt. Ja. Liebes Outhouse. Oh, Babyblinker. Süß. Da kommt Mutti gleich an. Lauf doch nicht immer weg, Mann. Ich folge erstmal dem Weg. Da ist noch ein Tin Can. Wobei es rechts hier eigentlich wahrscheinlich auch irgendwo reingeht, ne? Oh, da. Zack. Was haben wir hier Schönes? Müssen wir bestimmt nachher nochmal hin. Sehen irgendwie total hässlich aus, aber auch irgendwie niedlich. I don't have. War ja klar. Habe ich ja sowieso nie. So, hier irgendwas Interessantes? Nö, ne? Nur ein paar zweidimensionale, dreidimensionale Büsche. Oder so ähnlich. So, was essen wir denn jetzt mal? Die Pommes sind schlechter als das Bier, ne? Vielleicht vorher nicht abbrechen sollen, aber war ja eh nur noch so ein Pissstückchen da. Hier gibt's Pizza. Würde mal besser. Kann ich mir schmecken lassen. So. Was haben wir hier? Das sieht doch gerade nach einem Architektenbüro aus. Rich Cabin. Hallo. Greetings, worthy citizen. I am Deathbank. Hey, hello. The name's Rich Cabin. I have a package for you from Nuzzleford. Dank. Oh, finally. I've been waiting for this for a while. Ah, level up. Ich wollte ja eigentlich mich schneller bewegen. Hier, machen wir mal den da. Erstmal Outhouse. Ich weiß mal nicht, ob man die annehmen muss oder nicht. Ich mach das mal lieber. Rich, was hast du zu sagen? Again, Rich Cabin. What's all this stuff around here? Well, I'm building Rich Cabin's cabins for the rich. High-class living at low-class prices. But now, an infestation of blinkers threatens my wealth. Sounds like you could use a hero like Deathbank. Assuming your rates are reasonable, yes, I could. Ha! You can't put a price on justice. Now that's what I like to hear. Just kill these blinkers and bring me their guts as proof. Na, hätten vielleicht eben gerade nicht schon mal umbringen sollen, wa? Aber hier laufen bestimmt noch mehr rum. Hallo? Hallo? Blinkerguts. Lecker. Hatte ich heute auch zu Mittag.
Hört auf, euch zu teleportieren. Das ist ja ätzend. Komm her. Hat noch nicht. Wer will noch mal? Wer kriegt noch welche? 4 von 8. Diese Glocke ist auch überhaupt nicht nervig, ne? So. Kurzer Prozess. Ich würde mal behaupten, wir haben immer noch keinen Schlüssel dafür. Hätte ja sein können. Hier noch irgendwas? Ne, irgendwas war hier noch. Kein Viech mehr? Ich dachte. Doch, eins haben wir noch. So, Rich, ich hätte jetzt von dir gerne so einen Schlüssel. Für die Kiste. Du bist doch Rich, du hast doch Goldschlüssel bestimmt, oder? Richie Lyle. Lionel Richie. Greetings again, Rich Cabin. I have slain your problematic blinkers. Wow, that's a lot of guts. I didn't think you'd really carry all those around with you. Hmm, but now, those monks to the north are always ringing their giant evil bell. And ich höre das schon. Seeing as how we've established it's evil, could you go destroy that bell for me? I'll gladly silence this evil, noisy bell for you. Oh, you're my kind of hero, Deathspank. A free one. Nichts lieber als das. Guck mal, hier haben wir noch einen Blinker übersehen. Da hinten auch. Es sind bestimmt noch ein paar mehr. Ich weiß, to the north ist in eine andere Richtung. Dann gehen wir jetzt auch hin. Bevor wir uns mit denen da prügeln. Ich würde nämlich auch liebend gern diese schöne Glocke zum Verstummen bringen. Ist aber überhaupt nicht viel Holz, was er hier angeschafft hat, ne? Oh, wir müssen doch über die Brücke darüber bei den Grams? Greams? Ach, die sind ja einfach. Zack, zack, zack. Los. Das war ja, easy. Quasi. Hier. Den machen wir auch noch platt. Der hat noch ein Weapon für uns. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich ja eigentlich mit meiner Justice Weapon gerade ein bisschen zufrieden. Was haben wir denn noch so? Stamping Power, ja. Den werde ich vielleicht nochmal ausprobieren, aber nicht jetzt. Ice Damage, ja, oh, das hier können wir noch nicht, ne? Doch, können wir. Sieht so rot aus. Aber 300 haben wir ja schon mehr, ne? 450. Da könnten wir mal einen neuen gebrauchen. Und 500. Also nein. Dann her damit. Den weg und den weg. So. Ja. Pizza brauchen wir noch nicht ausrüsten. Hier noch irgendwas? Nö. Bitte, diese scheiß Glocke nervt. Was hast du denn zu sagen? Greetings, citizen. Please help me. Pips attacked my village and burned it to the ground. In my haste to escape, I forgot my precious trunk of priceless stuff. Fear not, for I'll retrieve your downtrodden yet still valuable trunk. Bestimmt nur Schmuck drin. Oha. Ja, aber erst die Glocke. Man muss Prioritäten setzen. Loud Monks, welcome to the Loud Monk Monastery. Loud. Okay. Hätte ich nicht erwartet. Kann ich die jetzt so ganz gechillt umbringen? Oder haben die super, super gedraftet? Nö, die sind ganz gechillt. Ne? Ups. Los, kommt her. Geld einsammeln. Dann bitte mach Ruhe hier. Das war nicht so effektiv, ne? Oh, dann kommen nur neue Monks.
befürchte, dass wir dann noch etwas anderes tun müssen. Was sagt denn das Quest-Dings hier? Das war schon die falsche Taste. I have to try the monk's evil barrel across the river and then return to Rich Cabin. That should keep things quiet for a while. Justice needs quiet. Ja. Steht noch nichts. Ich töte erstmal alle Monks hier. Sonst könnten wir ja mal so einen Fortune Cookie benutzen. Haben wir ja auch noch nicht. Und dafür sind sie ja da. Um uns Hinweise zu geben. Na, Herr Monk? Möchten Sie mir verraten, wie man die Glocke leise kriegt? Vielleicht mit Pizza? Nicht mit Pizza? Zum Glück überhaupt nicht nervig. Das liebe ich ja, da bin ich immer super effektiv, wenn ich irgendwas unbedingt leise kriegen will. So, wenn die Monks alle tot sind, kommen trotzdem welche, ne? Ja. Oh, Level Up war es doch schon mal wert. Ja, dann nehmen wir mal hier so ein... Oh ja, okay, hier, faster. So ein Fortune Cookie hier. Hint Unlock. The Enchanting Monks are nor... Ja, das weiß ich doch schon. Muss ich da jetzt einfach nur oft genug draufhauen? Meint ihr, das funktioniert? Ich glaub das doch nicht so ganz. Oha. Noch ein Bier. Root Beer. Dann geht's weiter. Mach fertig. Oh, danke, danke, danke. Bitte, bitte. Oh. Ruhe, es ist traumhaft. Traumhaft schön. So, das gebe ich jetzt gleich ab. Ne, Herr Rich, und dann kümmern wir uns mal da oben um die... Aha, habe ich den vorher nicht eingesammelt? Egal. Kümmern wir uns mal oben um die Dinger da. Schon wieder vergessen. Orks, Ogres, oh, die Dinger, die da im Dorf rum... Umwüten. Greetings again, Rich Cabin. I have slain the evil and noisy bell. Zum Glück. Oh, finally some peace and quiet. Now all I need is wood to build Rich Cabin's cabins for the rich. But oh, I need Rich Cabin's rich cabins, irgendwas. And seeing as paying for an endangered commodity seems wrong. Could you go and liberate that oppressed wood from the lumber mill in the enchanted forest? Don't worry about a thing, cost-conscious developer. You'll get your endangered wood. Schon so gut wie erledigt. Wo ist er denn überhaupt? Hier. Nicht auf der Karte. Und auf der anderen Karte wahrscheinlich auch nicht drauf. Aber ich will immer behaupten, da oben links steht Haunted Forest. Mag ich vielleicht lügen? Aber es sieht auch stark danach aus. Da wir eh da jetzt hingehen, finden wir das doch gleich dann mal raus. Ne, Frau? Wie heißt du? Lady with Missing Trunk? Das Ding haben wir angenommen, ne? Ich weiß das immer nicht. Wird das jetzt nochmal? Was sind die denn für ein Level? Egal. Oha. Oha. Machen ja auch überhaupt keinen Schaden oder so über die Zeit.